Ding? Was? Ja, läuft alles. Okay. Klar. Dienstag, Knastdemo. Letzte Woche war ja nicht wegen Karneval. Ja, letzte Woche war lustig. Diese Woche wird noch lustiger, denn diese Woche sind wir wieder da. Am Amtsgericht waren wir schon. Haben wir ein bisschen was erzählt. Über das, was da alles so abgeht. Dann sind wir am der Staatsanwaltschaft vorbei, die wir auch so gerne Satansanwaltschaft nennen. Naja, und dann an dieser blau-weißen Hütte, aber sieht nicht wirklich aus wie das Schalke-Stadion hier, auch wenn er das in blau-weiß versucht. Irgendwie der Stacheldraht, der verwirrt uns doch stark. Sind wieder die Kinderchen da. Vergesst nicht, die Kinderchen auch zu filmen, wenn wir da so Leute haben. Genau. Erzähl nicht. Wir sind in der Öffentlichkeit. Alles verboten. Manche Sachen sind nur verboten, weil man es immer glaubt, weil man nicht traut. Nur ein kleiner, dezenter Hinweis. Ich sehe dich übrigens im Spiegel hinter mir. Das Benecken, da ist noch einer. Ja, wir werden beobachtet. Hinter der Mauer. Und von der anderen Seite werden wir auch beobachtet. Von der anderen Seite werden wir vielleicht sogar wieder mal gefilmt. Nein. Damit die sich dann abends auch wieder ansehen können, wenn wir denn so gemacht haben. Hallo Mama! Ja. Eigentlich völlig egal, was wir hier machen. Wir rumstehen, wir so Blödsinn machen. Wir nerven die. Sie mögen uns nicht. Ich verstehe das gar nicht. Jetzt kommen wir schon am zweiten Weihnachtsfeiertag hierher, machen dem Gast hier Besuch ab und sie mögen uns nicht. Können uns an dem Tag nicht mehr leiden. Ich verstehe es nicht. Macht doch mal einer ein bisschen Promotion für euch. Das ist doch mal was. Damit mal eure Lumpereien mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit kommen. Warum nicht? Was nützen Lumpereien, wenn keiner was davon erfährt, ne? Ja, heute sind wir auch wieder da. Ganz gemütlich. Hallo, hallo. Ihr regt uns nämlich nicht auf. Auf gar keinen Fall. Naja. Justizvollzugsanstalt Essen. Die meisten Leute sind ja froh, wenn sie da wieder raus sind. Bis auf diese Beamten. Die haben ja wohl lebenslänglich. Die müssen da ja wohl bleiben bis zu ihrer Pension. Ein Scheißjob. Hey Jungs, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Let's Player. Let's Player, was immer das ist. Und was willst du werden? Keine Ahnung. IT-Experte? Ein IT-Experte. Und da drüben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist also ein Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich. Ja. Aber nicht einer von denen hat gesagt, er will mal im Knast arbeiten. Jungs, gibt euch das nicht zu denken. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich kann 1000 Kinder fragen. Und die wollen alles werden. Arzt wollen sie werden. Im Zoo wollen sie arbeiten. Flugkapitän. Bei der Polizei wollen sie anfangen oder Feuerwehrmann werden. Aber nicht einer sagt, ich will mal als Bescheuerter im Knast enden. Und dort bis zu meinem Lebensende irgendwelche Leute schikanieren. Das ist nun mal kein Wunschberuf. Ja, ihr habt es nicht leicht. Wir haben jetzt sogar Ball hier. Für den Fall, dass ihr es vergessen habt, wir sind wieder hier wegen Mustafa Bayou, aber das wusstet ihr ja schon, ich bin mir sicher. Ich habe gehört, dass es sogar Leute gibt, die ihm erzählen, wenn wir hier waren. Wofür machen Sie das? Das gefällt denen nämlich nicht, wenn wir hier sind und so ein paar schöne Sachen erzählen. Ja.
ja gefragt, wofür. Wir haben jetzt Zuschauer, die möchten gerne wissen, was genau wir hier machen. Ja, wir reden ein wenig. Wir gucken uns den Knast an. Ist doch ein nettes Gebäude. Ist das nicht eine Scheißschule, wenn man direkt gegenüber dem Knast ist? Ja, ne? Nee, das ist voll cool. Das ist voll cool hier. Ja, aber ich meine, hier gegenüber dem Knast wäre das nicht schöner. Da drüben wäre, weiß ich nicht, ein Spielplatz oder sowas. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Nee? Mit wem unterhältst du dich? Mit den ganzen Typen da vorne. Aber nicht mit dem hier, dem grünen Zeug da, oder? Nee, hier oben. So, meine ich doch. Die oben am Fenster, die winken immer. Okay. Ja. Also für Mustafa Bayut sind wir wieder hier. Gibt gar nicht so viel zu berichten, zumindest nicht vom Knast. Irgendwie vor dem Amtsgericht ist da im Moment viel mehr los. Wir werden euch doch nicht eingeschüchtert haben, oder? Dass ihr inzwischen etwas vorsichtiger geworden seid. Die großen Frechheiten, die im letzten Jahr noch so passiert sind, das war ja wohl nicht mehr ganz so schlimm. Was habe ich gehört in diesem Jahr? Als Mustafa Bayut wieder mit dem Hungerstreik anfangen wollte, da hat ihm noch einer gesagt, aber Herr Bayut, was machen Sie? Sie müssen doch keinen Hungerstreik machen. Es reicht auch schon, dass diese Leute, diese Demonstranten, diese Furchtbaren, die ganze Straße zusammenschreien. Wo er recht hat, hat er recht. Und wir machen das gerne. Ist ja dann auch schön, wenn dann ab und an mal einer rauskommt von Leuten oder vorbeikommt, der hier früher mal drinnen saß und so ein bisschen was erzählt, so aus dem Nähkästchen. Egal, ob das nun hier vor der JVA war oder in Düsseldorf vor der Hauptbahnhof, wo wir zum Justizministerium gezogen sind. Überall kriegen wir dann Leute, die gesagt haben, yo, da war ich doch auch schon. Krawele, das ist ein richtiger Drecksknast. Ja, hier hat einer gesagt, 85% der Leute, die hier arbeiten würden, seien Nazis. In Düsseldorf haben sie gesagt, das sind alles Nazis. Haben wir ein bisschen was erfahren über eine Jesus-Zelle. Jesus-Zelle, kennst du bestimmt, ne, mein Freund? Oder eine Betonspritze. Müssen wir das wiederholen? Und ihr wollt besser sein als die Leute, die vor 70 Jahren da irgendwelche Leute schikaniert haben? Mein lieber Scholli. Ich hab's nicht eilig. Bin noch eine Weile hier. Man muss ja nicht immer nur brüllen und toben. Nein, ganz locker bleiben. Wart ihr auf meiner Internetseite, Jungs? Habt ihr mal geguckt? Ich stehe hier, obwohl doch noch im Dezember mir das Amtsgericht Gelsenkirchen oder der Gerichtsvollzieher mit Maßbefehl gedroht hatte. Im Dezember letzten Jahres, im Januar hat er mir den sogar geschickt. Wenn ich nicht vorbeikomme, dann werde ich am, ich weiß gar nicht, 28. Januar oder danach verhaftet. Mann, und ich habe sie ins Internet gestellt, den gesamten Scheißhaftbefehl. Habe sie gefragt, ob sie denn noch so ganz dicht wären. Da schreibt ihr doch allen Ernstes, wenn ich in den letzten 3 Jahren eine EV abgegeben habe, muss ich keine geben. Aber warum schickt er mir dann einen Haftbefehl? Muss da nicht mal einer gucken, bevor so ein Scheiß ausstellt, ob sowas überhaupt gerechtfertigt ist? Kann jeder Penner hier einfach mal sagen, ich will jetzt einen Haftbefehl, ich will mal eben den Schreiber verhaften? Anscheinend funktioniert, nur mit der Verhaftung hat nicht funktioniert. Nachdem die ganze Sache öffentlich geworden ist, glaubt er, hat den Haftbefehl jetzt gefressen. Ein Monat vergangen seitdem, nichts tut sich. Es war einfach unzulässig, aber es interessiert euch doch nicht. Mein Gott. Und wenn dann einer hier reinkommt mit so einem Ding und sagt, Jungs, ihr habt doch alle keine Ahnung, was soll denn die Scheiße? Ist doch alles ungesetzlich, uns doch egal. Wenn da irgend so eine Pfeife sagt, das ist so, dann ist das so, dann müssen wir doch nicht nachdenken. Kopf zum Nachdenken haben wir sowieso nicht hier, wenn man dort arbeitet. Naja. Das ist schon lange her, dass ich bei euch war. Hä? Letzte Mal 3 Tage, weil ein Richter mein T-Shirt nicht gefallen hatte. Was stand denn so furchtbar da drauf? Prozessbeobachter! In so einem Land leben wir, dass du 3 Tage im Knast landest, wenn du ein T-Shirt trägst mit der Aufschrift Prozessbeobachter. Ach. 3 Tage, ja, ja. Und was war in der Zeit drüben beim Amtsgericht, beim Landgericht?
hatten die zur selben Zeit eine Ausstellung über die Unrechtsjustiz des Dritten Reichs. Ach, wie passend. Oder? Hier die Leute verhaften mit dem T-Shirt, wo drauf steht Prozessbeobachter, und drüben beim Landgericht eine Ausstellung machen über die Unrechtsjustiz des Dritten Reichs. Als ich dann draußen war, bin ich dann auch rüber zum Amtsgericht. Die wussten das ja alles schon. Das Amtsgericht Essen weiß ja nicht, wem ich verhaften ließ. Das war das Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer. Aber ich war da eine Berühmtheit, das war so 2002. Und dann komme ich da rein und dann stürzt sich ein Richter auf mich, spricht mich namentlich an. Herr Schreiber, wie geht's Ihnen denn jetzt? So. Und ich habe mal so richtig vom Leder abgelassen. Ihr macht hier eine Ausstellung über die Justiz, das Unrechtsjustiz des Dritten Reichs. Und dann lasst ihr die Leute verhaften, weil die ein T-Shirt tragen mit der Aufschrift Prozessbeobachter. Wo ist denn da der Unterschied? Reißt den Scheiß hier ab. Ich habe genug Zeug für eine Ausstellung über die Unrechtsjustiz des Vierten Reichs. Und glaubt man nicht, dass hier von euch Beamten, dass da mal irgendwo einer ein bisschen nachgedacht hat. 3 Tage, ja, mein Gott. Die WAZ hatte sogar berichtet. Und was war eine Woche später? Eine Woche später hatte ich ein eigenes Strafverfahren. Habe ich gewonnen. Ich habe alle meine Strafverfahren gewonnen von der Staatsanwaltschaft Essen. 14 oder 15 waren es. Also eins ist noch so ein bisschen in der Schwebe. War schon angeklagt, dann haben sie es wieder zurückgezogen. Ich habe sie alle gewonnen. Zu buchstabieren. A-L-L-E. Alle. 14, 15 Strafverfahren. Nichts dran. Aber ich bin wieder im Knast gelandet, diesmal 4 Tage. Warum? Ich hatte ja ein T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter. Nur diesmal bin ich nicht mehr in eine Krawele gekommen. Denn in der Krawele waren sie ja schon am Fluchen, als ich kam. Ach herrje, der dürfte ja gar nicht hier sein! Richtig. Für Zivilhaft ist die Krawele ja nicht zuständig. Und sie wussten, dass ich nicht da sein durfte. Und trotzdem haben sie mich dann die 3 Tage dort behalten. Naja, Gesetze. Was sind schon Gesetze? Wenn wir nicht zuständig sind, ist doch egal. Ist doch nur so ein Drecksbürger. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Der Richter, der das gemacht hat, hat gedacht, jetzt lass doch den Schreiber mal 3 Tage abrummen. Dann wird er schon ruhiger. Dann kommt er nicht mehr so oft zu uns und berichtet über uns, wie dumm und wie dämlich wir sind. Hat nicht funktioniert. Der Schreiber ist dann erstmal zur Hochform aufgelaufen. Wie gesagt, eine Woche später war er wieder da. Kriegt einen Freispruch und wieder 4 Tage Haft, diesmal Gelsenkirchen. Kannte man mich schon. Und wieder hat die WAZ berichtet, wie die Woche zuvor. Ungefähr eine halbe Seite jedes Mal. Ja. Aber berühmt bin ich geworden. Also deswegen kennt man mich hier in Essen am Landgericht und am Amtsgericht. Und ihr vergesst mich ja auch nicht. Ich sehe ja die regelmäßigen Besuche und die netten Kommentare. Irgendwie vermisse ich Nazi-Ronny. Hat man dir das Maul gestopft oder was ist los? Wie waren denn die schönen Sprüche so am zweiten Feiertag? 1945 hätten euch alle erschossen. Ja. War ja auch ein Unrechtsstaat. Das wird uns immer erzählt. Und was sagt Nazi-Ronny weiter? Schade, dass wir 2014 haben. Aha, Nazi-Ronny möchte also weiterhin ein Unrechtsstaat. Muss ich wohl daraus lernen. Mal gucken. Mein Anwalt meint, das sei Volksverhetzung, sollte Strafantrag stellen. Habe ich auch gemacht. Gucken wir mal, was so passiert. Meistens passiert ja nicht viel. Im Unrechtsstaat ist das ja so üblich, dass Polizei, Justiz und Knast, Staatsanwaltschaft, dass die immer schön brav zusammenhalten. Befürchte, das wird hier nicht viel anders sein. Ja. Gemütlicher Tag hier. Hallo. Begrüßt nochmal Mustafa Bayut hier. Wer weiß, vielleicht sind das seine letzten Tage hier. Genieß sie, mein Junge. Die schmeißen dich hier vielleicht bald raus. Bei denen ist ja mit allem zu rechnen. Übrigens, mich haben sie auch schon mal aus dem Knast geschmissen. Ganz merkwürdig. Hallo, irgendwas
Da sollte ich Abschleppkosten bezahlen für ein Auto, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich hatte sogar Widerspruch eingelegt, aber kam nie was. Nur irgendwann kam einer und meinte, ich sollte eine staatliche Versicherung abgeben, weil ich die Kosten nicht bezahlt habe. Wisst ihr gar nicht warum? Haben sie mich wieder nach Essen gesteckt, in den Knast. Eigentlich wird keiner hier gefilmt als Mir doch egal. Nein, also einige unserer Lass die doch mal kochen. Wurden gefilmt. Hab ich doch nicht viel zu tun. Aber nicht gefilmt werden. Ja, dann musst du dich da nicht hinstellen. Dann musst du dich da nicht hinstellen. Wer nicht gefilmt werden will, nicht über die Mauer gucken. Ja, so ist das. Da bin ich also, ich weiß gar nicht wie lange. Also 180 Tage hätten sie mich ja da behalten können. Maximal, mehr geht ja nicht. Und irgendwie am Freitagnachmittag geht meine Zellentür auf und ein Beamter steht da und meint, jetzt packen Sie Ihre Sachen, Sie gehen jetzt sofort nach Hause. Na, was ist los? Wir hatten von den 180 Tagen mal vielleicht 20 Tage weg, vielleicht waren es 22, 24, irgendwas in dem Dreh, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, bin ja Deutschlands meistverhafteter Mensch. Ich habe mal so gezählt, ich komme auf 18 Verhaftungen. Passt irgendwie alles gar nicht so richtig, hä? 14, 15 Strafverfahren, alle gewonnen, aber 14, 15, 16, 17, 18 Mal verhaftet, irgendwie nicht nachvollziehbar. Ja, bei meinem ersten Strafverfahren, das ich auch gewonnen habe, hat man mich 4-mal verhaftet. 4-mal. Einmal 3 Stunden, dann 8 Tage, dann später 4 Tage. Dann hat man das Verfahren wieder eingestellt, mich rausgeschmissen. Und eine Woche später hat man mich nochmal 3 Stunden verhaftet. Mein Gott, was seid ihr dämlich. Naja. Ja, wie war das dann? Also wie gesagt, nach 20, 22 oder 24 Tagen fliege ich da am Freitagnachmittag raus. Mach mir keine großen Gedanken, habe keinen Bock mehr gehabt, klar. Gehe nach Hause und wunder mich, 3 Wochen später kommt Post vom Amtsgericht. Der Haftbefehl gegen mich sei jetzt aufgehoben. Was? Die schmeißen mich aus dem Knast und heben den Haftbefehl 3 Wochen später auf? Also das war jetzt dann doch mal etwas zu viel für mich. Dann habe ich gedacht, fährst mal zum Amtsgericht, nimmst mal Akteneinsicht. Und was sehe ich da? Ei, der daus. Jetzt habe ich erst mal erfahren, warum die mich rausgeschmissen haben. Am Freitagnachmittag hatte der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts Gelsenkirchen Notdienst. Der war ja eigentlich gar nicht für die Sache zuständig, der hat den Haftbefehl auch gar nicht ausgestellt. Aber da er jetzt Notdienst hatte und da Post kam, kriegte er mit, oh, da ist ja Post betreffend dem Schreiber, der ist anscheinend in Haft. Und dann hat er erstmal rumtelefoniert, ja warum sitzt er denn da im Knast, was ist denn da los? Und dann hat die Polizei in Gelsenkirchen ihm gesagt, ja, da geht es irgendwie um so einen Abschleppkosten für so ein Auto mit, ich weiß gar nicht, irgendwie, ach, mit Dortmunder Kennzeichen, genau, mit Dortmunder Kennzeichen Auto. Ich habe noch nie in Dortmund gewohnt, ich habe noch nie ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen gehabt. Warum ich dafür Abschleppkosten bezahlen wollte, ich weiß es also wirklich nicht, aber ich habe es jedenfalls nicht gemacht. Naja, und dann teilt also der stellvertretende Direktor schriftlich dem Polizei mit, der Herr Schreiber, der ist für seine unangenehmen Aktionen bekannt. Der hat sogar schon vorm Landgericht in Essen demonstriert. Ach, wie furchtbar. Und da meinte der stellvertretende Direktor dann an die Polizei, ist wohl besser, wenn wir ihm keinen Grund liefern für seine unangenehmen Aktionen. Mein lieber Herr stellvertretender Direktor, ich war über 20 Tage in Haft, ich hatte also schon über 20 Gründe für unangenehme Aktionen. Aber egal, seine Entscheidung war dann schon richtig. Er hat dann von sich aus dafür gesorgt, dass ich aus dem Knast kam, obwohl die Polizei, die eigentlich Inhaber der Forderung war, ihm überhaupt noch nicht zugestimmt hatte. Dann fliege ich da am Freitag dann wieder raus und irgendwie 1-2 Wochen später hat man dann, oder 3 Wochen später, hat man den Haftbefehl dann sogar offiziell aufgehoben. Nur weil ich so unangenehme Aktionen mache, bin auch so ein netter Typ, stell mich mal hier vor den Knast und plauder ein wenig aus dem Nähkästchen. Gibt es denn noch nettere Menschen als ich? Andere würden toben, tue ich doch gar nicht.
Nee, nee. Ja, Jungs, ihr habt Spaß. Ich habe mein Publikum, habe ich also unter Kontrolle. Ich sehe das schon. Ja, ja. Jetzt hebt doch mal alle die rechte Hand hier. Dann machen wir hier gleich Alola. Machen wir. Jawohl. Machen die YouTube-Videos. Aber hallo. Wie heißt der YouTube-Kanal? Meiner Balken-TV. Okay, ich abonniere sie. Balken-TV oder Balken-TV. Und meine Internetseite, die ist auch interessant. Da musst du mal bei Google Beamtentum eingeben. Nicht Beamtentum, wie man euch das in der Schule beibringt, mit T-U-M am Ende, sondern mit D-U-M-M am Ende. Da kannst du ganz viel lesen. Wie viele Abonnenten haben Sie? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich habe so am Tag so um die 600 bis 800 Zugriffe. Und wenn du das mal 365 rechnest, also ich gehe davon aus, dass ich in diesem Jahr ungefähr 3 Millionen Zugriffe habe. Ach, worüber reden Sie? Über Justiz, über Knast, über Behörden, über Jugendamt. Sind wir jetzt auf YouTube? Da war gestern war ja eine tolle Sendung, da waren die aber schon alle brav im Bett. Da war ja eine Sendung von der ARD ausgestrahlt um 22.45 Uhr. Und da ging es um das Jugendamt, wie die Ämter Geld verdienen mit Kindern, die sie aus den Familien reißen, wo es keinen Grund gibt, nur weil da sich lang manche Leute dran bereichern möchten. Ja, das sind so meine Themen. Was ist denn passiert? Warum waren Sie denn im Knast? Habe ich doch gerade erzählt, zum Beispiel, weil ich keine Abschleppkosten für ein Auto bezahlt habe, die mir nicht gehört haben. Oder weil ich mal verweigert habe, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Das ist ja richtig unfair. Oder wenn ich mal von zwei Menschen angegriffen wurde, die gedacht haben, oh, der Mensch, der kann ja nicht richtig laufen, den können wir ganz leicht verprügeln. Und das dann nicht so funktioniert hat, weil sie nicht wussten, dass ich Tränengas dabei hatte. Damals war Tränengas noch erlaubt, heute nicht. Und nach dem Einsatz von Tränengas war der Angriff dann beendet. Aber deswegen bin ich ja nicht der Angreifer, sondern der Angreifer waren immer noch die anderen. Wie gesagt, ich habe alle Verfahren gewonnen, aber versucht hat man es immer wieder. Das Beste war ja vor 2 Jahren. Jetzt im März ist das 2 Jahre her. Was habe ich denn vor 2 Jahren gemacht? Da habe ich während einer Gerichtsverhandlung eine Richterin und 2 Staatsanwälte vorläufig festgenommen. Ja? Es ist nämlich eine Straftat, wenn man jemanden verfolgt juristisch, wo man genau weiß, dass er nichts getan hat. Das nennt sich Verfolgung Unschuldiger. Verfolgung Unschuldiger ist eine Straftat und die Richterin wusste, dass sie nichts getan hat. Die hat der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, wir müssen das Strafverfahren einstellen. Der Mann hat nichts getan. Und da schrieb die Staatsanwaltschaft zurück, aber das ist uns doch egal, ob der was getan hat oder nicht. Wir wollen auf jeden Fall ein Strafverfahren. Dann bin ich hin zur Verhandlung, ganz locker. Hab mal vorlesen lassen, was sie mir vorwerfen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mal gern ihre Ausweise sehen, weil ja die Verfolgung Unschuldiger eine Straftat ist. Die haben sie mir freundlicherweise verweigert, damit habe ich schon gerechnet. Und dann habe ich mal eben die Verhaftung ausgesprochen. Und dann habe ich die Polizei gerufen, es war in Gelsenkirchen. Leider sind die ja nicht gekommen. Ich hoffe, dass die Kollegen hier in Essen da etwas besser drauf wären und dann auch vorbeikommen würde, wenn mal einer anruft und sagt, hier, ich habe eine Richterin und 2 Staatsanwälte verhaftet. Da muss man mal sehen. Ananas, ich glaube, da möchte jemand was. Sehr schön. Reicht ja, wenn einer nass wird. Ja, ich werde nass, aber euch mache ich immer noch nass da drin. Übrigens, ich wohne in Gelsenkirchen in der Robert-Geritzmann-Höfe. Das heißt, dort gibt es gerade Hausnummern und ungerade. Auf den geraden Hausnummern, da wohnen die anständigen Leute, so wie ich. Und auf den ungeraden Hausnummern, da wohnen sehr, sehr viele Nassbeamte. Ja, diese Wohnungen werden sogar von der JVA Gelsenkirchen verwaltet. Ja, ich habe irgendwie ein Nahverhältnis zum Knast, kann das auch nicht erklären. Oi, 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 oi. So, ich habe eigentlich gar nicht so viel Tolles, aber
Ihr könntet eigentlich mal noch, wenn ihr mal gerade da reingeht, mal vorbeikommt, den Mustafa Bayou begrüßen. Bestellt ihm schöne Grüße hier. Ich würde ihn ja auch mal besuchen kommen, aber ich befürchte, passiert mir dasselbe wie in Gelsenkirchen. Wenn die in Gelsenkirchen im Knasttag der offenen Tür machen und ich komme dahin, dann heißt es erstmal, Herr Schreiber, Sie nicht! Sie haben Hausverbot. Ja, wieso machen die denn eigentlich einen Tag der offenen Tür, wenn sie dann die Leute doch nie reinlassen? Stehe ich gar nicht. Wie kann man nur so viel Angst haben vor einem Mann, der so schlecht laufen kann wie ich? Verstehe es nicht. Ich bin doch cool und locker drauf. Ihr braucht doch keine Angst vor mir zu haben. Ich meine, ich verarsche euch doch so oder so. Ob ihr mich da reinlasst oder nicht. Also könnt ihr mich auch reinlassen. Jo. Wie ist das denn hier? Wollte noch irgendjemand eine Frage stellen? An mich? Oder vielleicht an die beiden Beamten, die hier gerade rauskommen? Die werden die Frage bestimmt gerne beantworten. Wie geht's dem Mustafa? Mustafa, gut, danke. Habe ich verstanden. Ich wollte nur davor warten, dass wir verallgemeinen. Ich wollte sagen, mein Mann hat ausdrücklich gesagt, es gibt doch ganz anständige Leute drin. Ja, das sind die Knackis. Haben Sie doch bestimmt so gemeint. Nein, das stimmt schon. Es gibt auch ein paar Leute, die da nicht so schlimm sind. Nur eigentlich, dieses ganze Knastsystem funktioniert so, dass eigentlich nur die Schlechten befördert werden. Also ich kenne da in Gelsenkirchen ein paar Leute, die da was zu sagen haben. Und dass die Leute, die wirklich was zu sagen haben, die guten Leute wären, also das kann ich nun wirklich nicht bestätigen. Also wirklich nicht. Das wird mir eher ganz, ganz übel. Da würde ich mir die Zunge abbeißen, bevor ich so einen Unsinn von mir geben würde. Und die Leute, das sind dann meistens die Neuen, die es mal ein bisschen versuchen. Aber die stumpfen dann auch so ab, da auf Dauer glaube ich das nicht, dass man da was. Es gibt schon. Ich kenne ja auch Leute, ich habe ja früher mal Kinderfreizeiten gemacht, so Zeltlager und sowas. Und einer davon, der dort auch Betreuer war, auch ein etwas höherer, so Sozialarbeiter, der arbeitet ja in Köln im Knast. Also ist ja nicht so, dass ich da nicht schon vorher Leute kennengelernt habe. Aber im Knast arbeiten, also, wüsste ich, das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Also diesen Beruf ausüben, nee, weiß ich nicht. Da ist doch Bäcker was Sinnvolles, ja, sowieso was Sinnvolles, aber. Ja, okay. Ja, Mustafa Bayut, jetzt versuchen Sie es ja noch ein bisschen anders. Sie können ja nicht mehr, seitdem wir hier so stehen und ein bisschen Rabatz machen, können Sie ja nicht mehr so. Grüßt mir die Sonne. Auch so kahlrasierter. Da können Sie ja nun nicht mehr so, wie Sie vorher noch gedacht haben, dass Sie können. Aber Sie versuchen irgendwie die Kontakte zu verhindern. Sie möchten nicht, dass Mustafa Bayut mit anderen Gefangenen in Verbindung kommt. Weil Mustafa Bayut, das Unangenehme ist, der hilft dem. Da gibt es Leute im Knast, die sitzen seit Tagen da und haben noch nicht mal einen Haftbefehl. Und dann wendet er sich irgendwann an Mustafa Bayut und er tut was für ihn. Und dann kommt auch irgendwann mal ein Haftbefehl. Dann wissen wir auch mal warum. Aber sowas Lästiges, das ist offiziell verboten. Es ist tatsächlich drin, dass du als Knacki einem anderen Knacki nicht helfen darfst. Wie bescheuert ist das? Da erzählen die was, sie wollen die Leute für draußen erziehen, bereit machen. Und dann bringen sie denen eigentlich bei, für andere Leute nichts zu tun. Was ist das für ein Schwachsinn? Naja, Mustafa Bayou als Menschenrechtler macht natürlich das, was man machen kann. Und da muss man ihn natürlich entweder zwangsweise trennen oder aber verunglimpfen. Und jetzt geht also das furchtbare Gerücht um. Mustafa Bayou ist ein Moslem. Ein Islamist. Mein Gott, wie furchtbar. Und das Schlimmste, der Mann ist verheiratet und hat auch noch zwei Kinder. Das geht ja gar nicht. Ehrlich, ja, also über euch, man kann sich über euch nur lustig machen. Ehrlich, das ist die reinste Realsatire, was sich hier hinter diesen Knastmauern abspielt.
Jo, der Norbert Blüm hat ein Buch geschrieben über die Justiz. Geht's noch schlimmer? Was macht er in diesem Jahr? Letztes Jahr im November hat er ein Buch veröffentlicht über die Justiz. Jetzt überleg mal, der Mann kommt auf die Idee, Ende dieses Jahres ein Buch über den Strafvollzug, über den Knast zu veröffentlichen. Da muss euch doch schon jetzt Angst und Bange werden. Wenn er die Justiz schon so fertig macht und sagt, wie unfähig die ist. Wenn er sich auch damit mal noch beschäftigt und kriegt mal mit, was hier bei euch alles so abgeht. Meine Güte. Würde ich doch jetzt schon mal anfangen zu zittern. So, wir wollten heute ja nicht so lang machen, aber ich habe es ja ganz bequem und ruhig gemacht hier. Seid ihr zufrieden, wenn wir hier mal Schluss machen oder hat noch irgendeiner irgendwas? Ich habe eine Frage. Du hast noch eine Frage, frag mich. Ja, okay, was ist? Wie heißt das? Justiz? Justiz, das ist dieser Oberbegriff hier für dieses Gebäude auf der anderen Seite, wo das Richterpack, die Schwarzkittel sitzen und behaupten, sie würden Urteile im Namen des Volkes fällen. Das sind diese Leute, die das sich anmaßen, obwohl sie vom Volk niemals dazu legitimiert wurden. Das sind die Leute, die sich einbilden, dass richterliche Unabhängigkeit ihnen das Recht gibt, Willkürmaßnahmen zu treffen. Das ist das Thema Justiz. Und der Justizminister von NRW, der kommt sogar aus Essen. Ich habe mit ihm mal gesprochen in Düsseldorf, bei einer SPD-Veranstaltung. Nein. In der Justiz ist alles in Ordnung. Die zahlreichen Justizopfer, die sich bei ihm beschweren, die kriegen ja noch nicht mal eine Antwort. Natürlich, klar, wenn man sowas gar nicht liest, sondern gleich einen Papierkorb wirft, dann kann man auch nicht mitkommen, was da alles so falsch läuft. Ach ja, dann sind wir wieder bei unserer Lügenhaken, unserer Lieblingsrichterin. Wir haben ja in Gelsenkirchen eigentlich so den schlimmsten Richter gehabt, die Gelsenkirchen-Bur. Ja, da haben sich sogar die Kollegen beim Amtsgericht und Landgericht in Essen über den beklagt, über die Unfähigkeit. Aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass ich so schnell mal noch jemand finde, der noch schlimmer ist. Und bei Lügenhaken trifft das sicherlich zu. Also sowas, naja. Noch eine Frage. Ja, also, warum machen Sie dieses Video? Damit das mal ein wenig in die Öffentlichkeit kommt. Damit die da drüben so ein bisschen Freude haben. Die sollen ja nicht nur uns sehen, die sollen das auch jederzeit wieder abrufen können. Und vielleicht fangen sie dann auch mal an zu denken und sagen, oh, ist vielleicht doch besser, wenn wir etwas anständig mit den Leuten umgehen. Und nicht so, wie wir es hier hatten bei einer der Demos. Ist das da drüben eine Rechtsanwältin? Wir kennen uns doch. Wissen Sie, wer ich bin? Okay. Mir geht's bestens. Denen geht's nicht so gut. Wenn ich hier stehe, geht's denen nicht so gut. Und der Richterin Lügenhagen geht's auch nicht so gut. Haben Sie denn schon mitgekriegt, dass wir seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag beinahe jede Woche vorm Amtsgericht stehen und hier? Ja, sehen Sie, ich habe Sie aber vor ein paar Tagen mal im Gericht gesehen. Ich bin Ihnen nur nicht hinterhergekommen. Ich habe es noch versucht, aber Sie waren schon weg. Ja. Ja. Ja, man sieht, also ich bin durchaus bekannt. Heute Mittag kam noch mein Freund hier, der ist das, am Gericht vorbei, hat mich auch gesehen und gleich begrüßt. Und hier schon der Nächste, ja. Von mir oder von der Rechtsanwältin? Von dir. Haben Sie das gehört, Frau Rechtsanwältin? Ich bin beliebter als Sie. Von mir wollen die Leute ein Autogramm. Ja, machen wir gleich. Hast du eine Autogrammkarte? Ja. Übrigens, bei Vera am Mittag war ich auch schon im Fernsehen. War ich also auch schon. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Das ist schon... Ja. Da habe ich auch schon über meine damaligen Erfahrungen berichtet. Und was meinten die Leute damals? Ich sei der ideale Talkgast. Hm? Jetzt kommt demnächst eine Fernsehsendung. Die lassen Sie nicht rein. Jetzt, wo die wissen, dass Sie mich kennen, ist das vorbei. Hausverbot! Ja, so geht's. Immer gute Laune haben, immer das Beste draus machen.
das Verbot im Knast wäre nicht schlecht. Ne? Ja, habe ich doch. Ach so, ja, dann ist schon. Habe ich doch. Die lassen mich doch regelmäßig nicht rein. Also hier weiß ich jetzt nicht, aber inzwischen wird das ähnlich sein. Aber wenn die Gelsenkirchen also Tag der offenen Tür machen und ich komme dahin, dann heißt es, nee. Der Knast bleibt zu für sie. Ja. Das ging ja sogar so weit, ich war mal 3 Tage da. Das heißt, eigentlich hätten es 6 sein sollen. Ich glaube, 6 sollten es eigentlich sein. Ging um nicht bezahlte Knöllchen. Weil ich sehe ja nicht ein, mit meinem Geld diesen kriminellen Staat noch zu unterstützen. Da gehe ich doch lieber in den Knast und mache ein paar Kosten. Ja, aber ich konnte die 6 Tage gar nicht absitzen, weil es da einen Richter gab, der wollte nicht, dass ich die absitze. Und der hat dann regelmäßig meine Knöllchen bezahlt. Und dann hat er diese 3 Knöllchen à 10 Euro bezahlt. Die haben mir 3 Tage Haft erspart. Und dann gab es da noch über 65 Euro, glaube ich, wegen zu schnellem Fahren. Habe ich sogar wirklich gemacht. Wollen wir nicht drüber diskutieren. Und für diese 65 Tage sollte ich 3 Tage in Haft. War eigentlich fast schon ein günstiges Angebot. Ich war schon mal für 10 Euro 3 Tage in Haft. Dann ist natürlich 3 Tage für 65 Euro ein Sonderangebot. Ja, ich komme da also am Sonntag hin. Und am Montag kommt einer von der Leitung oben und sagt, Schreiber, du musst uns jetzt wieder verlassen. Wir wollen dich hier nicht haben. Wir bringen dich jetzt woanders hin. Ja, war mir erstmal egal. Aber da habe ich gedacht, nee, komm, bevor die Idioten dich da irgendwo hinbringen, dann zahlst du halt mal ausnahmsweise die 65 Euro, dann ist okay. Die haben sich geweigert, mein Geld anzunehmen. Die wollten mein Geld nicht. Die haben mich gewaltsam mit 7 Beamten angegriffen. Damals hatte ich noch keinen Rollstuhl, haben mich in einen Rollstuhl geprügelt, mir die Beine in die Luft gezerrt und mich dann mit dem Rollstuhl zu einem VW-Bus gefahren. Und als ich gesagt habe, ich gehe freiwillig in den VW-Bus, damit ich mich nicht noch vielleicht noch verletze, man ist ja behindert genug, da haben die gesagt, nee, ist nicht. Bin ich dann wieder gewaltsam aus dem Rollstuhl gezerrt worden und in den VW-Bus geprügelt worden und dann hat man mich nach Dortmund gefahren. Und in Dortmund, das Ding ist gar nicht behindertengerecht, da wussten die überhaupt nichts mit mir anzufassen. Warum wird jemand für 3 Tage Haft von dem Folterknast Gelsenkirchen in die JVA nach Dortmund gefahren? Völlig bekloppt. Da hatten die überhaupt keine Erklärung. Da habe ich gesagt, ja Jungs, und ich wollte die scheiß 65 Euro sogar bezahlen, aber die haben mich nicht gelassen. Ja, dann ist einer vorbeigekommen, hat die 65 Euro für mich bezahlt und dann war ich nach 2 Stunden wieder draußen. Aber dafür musste von diesem Dreckspack hier auch noch angegriffen werden, schwer misshandelt werden. Und das nennt sich dann Deutschland, Rechtsstaat, Demokratie. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir andere Vorstellungen. Jo, wir sind wieder vollzählig, meinte ich. So, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich abbrechen. Wo sind meine Fans? Sind die weg? Ja, ja. Vorbei die Pause. Pause vorbei. Jetzt ist nichts mehr mit Unterschrift, mit Autogramm. Jetzt gehe ich Kaffee trinken. Oder hat noch einer eine Frage? Nein? Okay. Vielleicht noch eins, läuft's noch? Ja. Ganz kleinen Moment noch. Also ich habe ja gesagt, ich habe von der Staatsanwaltschaft Essen hier 14, 15 Anklagen alle gewonnen. Bin trotzdem ungefähr 18 Mal in Haft gewesen. Das 19. Mal hatte ich will ja die 20 voll kriegen. Jetzt habe ich gedacht, die 19. wäre jetzt bei dem letzten Haftbefehl, aber den hat der Gerichtsvollzieher gefressen. Da tut sich nichts mehr. Und da fragt man sich natürlich, wie lange war denn jemand in Haft, der 18 Mal verhaftet worden ist? 18 Mal. Ich weiß nicht, was so eine durchschnittliche Haftdauer ist, aber ich denke mindestens 6 Monate. 18 mal 6, also 9 Jahre. Ich komme auf vielleicht 150 Tage. Also im Durchschnitt unter 10 Tage. Und da sind dann sogar so lange Haftzeiten dabei wie 49 Tage an einem Stück. 49 Tage, weil ich denen eine Unterschrift verweigert habe. Eine eidesstattliche Versicherung, wo ich gesagt habe, mache ich nicht.
hätte jeden Tag rausgekommen, hätte nur sagen brauchen, komm hier, ich unterschreibe den Scheiß. Habe ich aber nicht gemacht. Wenn man so verwöhnt wird, dann muss man doch auch mal ausnutzen, oder? Ja, so ist das Leben hier. Jetzt wollen wir mal sehr zur Freude der Polizei hoffentlich und auch hier dieser JVA die Veranstaltung für heute hier beenden. Aber wir kommen natürlich wieder. Zumindest wenn nächste Woche Mustafa Bayut noch hier sein sollte. Okay. Einen schönen Tag noch, meine Herren.